Moin Moin und herzlich willkommen hier zu dem zweiten Teil des Display Openings. Wir schauen uns heute die linke Seite an. Ja, und die rechte Seite hat ja auch schon richtig gut gegönnt, finde ich. Wenn ihr es verpasst habt, Video müsste irgendwo in der Beschreibung, in der Endcard oder ihr guckt einfach auf dem Kanal das Video hier vor sein. Wenn ihr dann dafür noch gucken müsst, könnt ihr auch gleich ein Abo da lassen, dann verpasst ihr so eine geilen Openings nämlich nicht mehr. Ja, aber wir haben hier auf jeden Fall noch eine ganze Menge Karten, 18 Booster an der Zahl. Und da schauen wir mal rein. Die erste Hälfte hat schon gut gewonnen mit 4 Premium-Hits und 4 Holos. Da bin ich mal gespannt, ob die zweite Hälfte da mithalten kann. Wenn sie es kann, dann ist es schon ein überragendes Display. Also 7 Hits wären schon cool. Und dass wir aus 18 vielleicht mal 3 Sachen rausziehen können, wäre doch auch nicht verkehrt. Darum bin ich jetzt echt gespannt und hoffe, dass es funktioniert. Wir haben den fließenden Angriff Wirbelrolle. Ey, die Namen, ne? Wir sind wieder. Heieieiei. Onyx, Knofenser, Knirfisch, Inverse und Monte. What the fuck ist das geil? Also, ich weiß ja, viele mögen Monte Carlo nicht. Auch hier haben wir kein Holoblied. Ey, das ist ja irgendwann mega geil, das Design. Feier ich. Also, ganz ehrlich. Für mich einer der Top-Holos. Dieses Set hat geile Holos. Luxtra, Hundemon sind schön. Auch das Stalos sieht echt nice aus. Ah, hier. Und Decarbo. Holy. Cooles Design. Cooles Design. Und das finde ich ist das Schöne. Es ist nur eine Holo-Karte. Holos sind ja leider seit GX und so im Wert quasi, also im Sammlerwert ja auch deutlich abgefallen. Aber dass man sich gar nicht mehr so über eine Holo freut, weil es ja quasi nur Minimum-Hit fast ja nur noch ist. Aber wenn so eine Designs da sind, freut man sich doch wieder über Holo-Karten. Das finde ich einfach schön, dass das Designs. Die Designs müssen doch einfach nur reinknallen. Dann ist auch so wie das Sepa. Es ist eine wunderschöne Karte. So. Braucht man doch nichts anderes zu sagen. Und genauso soll es sein. Genauso Electek. What? Richtig geil. Richtig geiles Design. Notuska und Humanoid. Also, wenn die normalen Karten so schöne Designs haben, dann kann man sich auch nicht dran satt sehen. Also, so wie das Electek, das habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich es geil. Ich finde es jetzt immer noch mega. Klar nutzt es sich ein bisschen minimal irgendwann ab, aber das ist ja mit allem so. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Ich gucke hier immer drauf, weil mein Handy ist irgendwie so gottverdammt dunkel. Ich habe immer Schiss, dass die Aufnahme nicht läuft, wenn es so dunkel ist. Aber es läuft alles. So, fokussierter Angriff, Spottrolle. Entweder habe ich da immer erzählt, als wir die gezogen haben, oder die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Tuska, Ronzel, Mullunk, Skorgler, Bisofang kenne ich auch noch nicht, glaube ich. Auch sehr, sehr cooles Artwork. Und Victini VMAX! Also unsere nächste VMAX aus dem Booster. Und die nächste VMAX für die Sammlung. Sehr, sehr schön. Nachdem ich die erste VMAX ja direkt doppelt hatte, mit Kapuriki, einmal selbst gezogen und einmal aus einem Break. Jetzt hier Victini VMAX als sehr, sehr schönen Hit. Und damit komme ich meinem Ziel, alle V-Karten, alle VMAX-Karten aus den Sets immer zu haben, wieder ein gutes Stück näher. Und ja, damit haben wir doch eigentlich echt guten Start hingelegt mit einer VMAX, einer Holo. Jetzt fliegen hier die Karten schon wieder ein bisschen durcheinander. Aber läuft, läuft doch auf jeden Fall. Jetzt fehlt nur noch eine Alternative und das alles ist perfekt. Waggon, EP-Teiler, Gramokles, Pummel, Hundemon, Hundusta, Quabble, Zalanga, Floink und ne, ich habe schon gesagt, ich mag das Artwork, aber wenn da die Nachentwicklung so drauf ist, ist hier ja ne, schon von Designtechnik sehr, sehr geil. Und meine V-Karte, die ich am liebsten ziehen wollte, Despota, sehr, sehr schön. Jetzt noch ein Kramer dazu und ich bin überhappy, aber Despota auf jeden Fall meine Most Wanted V-Karte, weil Despota ist einfach ein Mon, das liebe ich. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Und dass es hier auch die Alternative bekommt, die wahrscheinlich so schwer sein wird zu bekommen. Aber wir hoffen auf das Beste. Ja, irgendwann wird es hoffentlich passieren. Und damit sind wir ja auch hier schon echt bei einer guten Ausbeute. Ich hoffe, es kommt dann am Ende jetzt auch noch ein bisschen was. Nicht, dass wir jetzt so krass ziehen und dann kommt am Ende nichts. Und ja, aber das Display ist gut. Ich freue mich, das macht mich happy. Ich hatte echt Schiss, dass das schwierig wird nach Glänzendes Schicksal. Auch wenn das Set am Ende, ich habe ein paar Videos ja schon aufgenommen, die noch gar nicht online sind. Das kommt dann mal so nach und nach.
Ich möchte euch natürlich das Aktuelle auch immer dann sofort zeigen und ich muss auch immer dann was aufmachen, wenn ich was habe. Ne? Darum nehme ich mir jetzt, habe ich manches von Glänzendes Schicksal aufgenommen. Aber es dachte echt, danach wird es schwer. Dann kommen die Hits nicht mehr so und dann ne, ist es anders. Und keine Alternative, aber wir ziehen im ersten Display gleich eine Goldkarte. Wie geil ist das denn? Octillery Gold. Leute, ist das ein geiles Display. Sehr schön. Also Goldkarte im ersten Display. What? Despota, what? Der Rest vorher, what? Oh Mann, ey, das macht einfach so nur Spaß. Das macht doch einfach nur Spaß. Wie geil ist das denn? Ich habe eben noch gesagt, wenn wir 3 Premium-Hits rausholen, wäre schon geil. Jetzt haben wir eine V, eine Gold und eine V-Max. Ich bin gespannt, ey, alles, was jetzt noch kommt, Bonus hoch 10. Ich hoffe natürlich weiterhin auf diese Alternativen. Aber es ist ja schwer, sie zu ziehen. Und wir haben jetzt schon eine Goldkarte. Es wäre eigentlich vermessen, wenn dieses Display uns noch was Krasses gönnt. Aber die Hoffnung darf ja zuletzt sterben, ne? Ich freue mich jetzt gerade des Todes und wäre das Ende gewesen, wäre das Video so geil geendet. Aber wenn wir jetzt gar nichts mehr ziehen, dann bin ich deprimiert, obwohl das Display geil war. Ich hoffe, wir können das irgendwie nachvollziehen. Boah, Rassaf. weil noch, ey, guck mal an, was hier noch ist. Also, ne? Ich hoffe, da sind noch zwei Sachen noch drin bei der Masse. Weil wenn es nicht so wäre, wäre es auch fürs Display völlig in Ordnung. Ne? Also da will ich jetzt nicht sagen. Wir haben eine V-Max, eine Full Art, die Goldkarte, 2 V-Max aus dem Video davor. Und das wäre halt völlig okay, aber ich überlege mir dann, oh hier, Angry More Pekko. Angry Mode heißt das, glaube ich, ne? Der Levelball. Ich überlege mir dann immer nur, wenn so ein Display dann irgendwo im Laden steht. So, und hinten ist halt absolut nichts mehr drin. Und dann sind das die letzten Karten, die du da rausziehst. Und dann kommt einfach da, greifst ein Packen rein, da ist halt überall nichts drin. Wäre halt schon hart. Ne? Ich habe jetzt hier den Luxus, dass ich so ein ganzes Display aufmachen kann. Von daher ist es ja eigentlich egal, wo was ist. Aber man freut sich natürlich auch über mehr. Wir können natürlich auch einfach mal eine mega krasse Hitrate hier rausnehmen. Wenn wir jetzt noch 2 Hits rausziehen, sag ich auf jeden Fall nicht nein. Wir haben Quabbel, Klunket, Palim Palim und Zenlong. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder, das einzusortieren mit dem Reverse Card, gucken, was fehlt. Mir macht das irgendwie immer Spaß. Ich bin auch so ein bisschen ordnungsliebender Mensch, muss ich sagen. Ich habe das dann vielleicht mal so 1-2 Tage auch rumliegen, wenn ich irgendwie keine Zeit habe, das gleich wegzusortieren, weil irgendwas ansteht oder weil ich das Video abends aufgenommen habe. Aber dann macht es mir auch Spaß, den ganzen Kram einzusortieren. Könnt ihr mir, ist das bei euch auch so? Oder sagt ihr, nee, eigentlich, ich will die Premium-Hits und den Rest sammle ich eh nicht. Gibt es ja auch welche von, die sagen, nee, das ganz normale Set ist mir eigentlich egal. Meistergriff. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, gut, ich will nicht so viel von jedem Set dann rumstehen haben, weil es ist natürlich auch schon ganz schön viel, wenn man das sammelt. Darum, da no hate. Würde mich einfach mal interessieren, macht euch das Spaß oder ist das für euch eher die Pflichtaufgabe? Bulk sortieren mache ich nicht mehr, das verkaufe ich dann immer im Schwung. Aber ja, von daher denke ich, sollte das doch für jeden sein. Octillery Reverse Rare, sehr schön und ein Schlubleck. So, jetzt haben wir viel gequatscht, schon einiges wieder geöffnet. Hits lassen sich gerade nicht mehr sehen, auch keine Holos. War's das? Haben wir tatsächlich unser Glück am Anfang ausgereizt, sodass am Ende nichts mehr übrig ist. Ich weiß gar nicht, ob Conny eine Full Art hat. Wäre mal eine Überlegung wert. Ich muss auf jeden Fall mal gucken. Ich habe da noch das Heft liegen. Werde ich mir auf jeden Fall nachher mal in Ruhe angucken. Oder auch nicht, ich weiß es immer nicht. Mich interessiert ja, was es alles Schönes gibt, wo man sich vielleicht freuen kann, das zu ziehen. Aber wenn man es dann zieht und es gar nicht kennt, oder wenig kennt oder mal irgendwo gesehen hat und es dann vergessen hat, dass es drin ist oder wie es aussieht, wäre doch auf jeden Fall auch immer nicht verkehrt. So, wir haben Schnurgast, EP-Teiler, Ultrigaria, Shinux, Thermopod, Habitak, Entschuldigung, Kratzen im Hals, Onyx, Knuffenser, Lepumentas und ein Zirpeise. Also die nächste V-Karte für die Komplettierung der Sammlung. Und das ist tatsächlich ein Pokémon. Ich finde es ja cool, wenn sie
nicht solchen Premium-Pokémon auch Karten geben. Zerpai ist irgendwie überhaupt nicht meins. Wer Rocket Beans guckt, ich glaube, es ist Lingxi gewesen. Kann das sein? In der Nuzlocke? Also, falls das wer gesehen hat, haut mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich gucke das tatsächlich ganz gerne. Und von daher nehmen wir die doch auf jeden Fall auch mit. Wie gesagt, V-Karten, die man hat, freut man sich drüber. Ein zweites Mal bräuchte ich diese jetzt aber nicht. Galar, Fleckmon, Mankey, Seper, Gramokles, Palim, Zenzekt und ein Seedraking als Holo. Auch ein sehr, sehr schönes Design. Auch wenn ich diese Karte schon besitze, aber ich muss echt sagen, das Monte Carlo, ich kann es einfach nicht. Das ist das, was ich eben angesprochen habe, das hat mich weggeflasht. Ich finde das echt schön. Wie es Maul aufreißt, das Feuer spuckt. Einfach schön gemacht. So, und wir sind bei einem 8-Hit-Display. What? Und wir haben noch 5 Booster. Wenn wir jetzt hier noch einen rausziehen können, haben wir 9-Hit-Display. Das wäre schon krank. Und da sind schon schicke Karten drin gewesen. Also schauen wir mal, ob wir überhaupt noch was bekommen können. Theoretisch 2 Holos, dann haben wir zumindest die Anzahl technisch. Ach, ich hasse Amphira, ne? So wie in der ersten Hälfte. Sage ich auch nicht nein. Ich weiß tatsächlich nicht, was noch so an Holos. Es wird noch einige geben, die ich nicht gezogen habe. Von daher bin ich da auf jeden Fall mal gespannt, was es eventuell noch gibt. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es einfach rausfinden. Strepoli, Turm des Unlichts, Skorgla, Gramokles, Hummel, Hunduster, Wobble, Gladiantri und ein Wishu. Da ist nichts. Begeben wir uns in die Top 3. Können wir noch was ziehen? Wie gesagt, das Einzige ist eine Alternative. Ich hätte so gerne eine Alternative. Aber ich habe eine Gold. Was erlaube ich mir eigentlich? Was erlauben Struns? Hä? Also, Klappe halten, weitermachen. Electek, wow. Das ist immer das Problem, ne? Vom Kartenformat her. So eine Artworks kannst du halt gut so im, 16:9, aber nicht hochkant machen. Golbat und Elevoltek, weil du einfach mehr Platz hast. Aber dann wieder so quer wie die Break-Karten, fand ich jetzt auch nicht die super Lösung, muss ich sagen. Klar, auch die Legendenkarten waren das ja, glaube ich, die dann zusammengelegt wurden. Da kann man halt schon irgendwie was machen. Sieht im Binder aber immer Mist aus. Wenn man sie graden lassen will, sieht es auch Mist aus. Also war eine nette Idee, aber ich finde, braucht man nicht unbedingt. So, Seemon, Charmian, Flooning, vorletztes Booster. Enden wir mit einer Hitlos-Strähne, was völlig okay wäre. Salanga Reverse wäre und Lepumentas. Erscheint so, außer Despotar gönnt uns jetzt nochmal was richtig, richtig Feines. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dran. Weil bei dem, was da schon rausgekommen ist, wow. Wenn die Displays zukünftig immer so sind. Nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Hunduster, Gladiantri, Tragosso, Remoraid, Imantis, Luxury Reverse und die letzte Karte ist ein Mantidea. Also in den letzten dann wirklich nichts mehr drin gewesen. Aber ey, was soll's? Der Anfang war halt übertrieben krass. Ne? Wir haben 2 V-Karten, eine V-Max, eine Gold und noch 2 Holos dazu. Insgesamt 8 Hits mit einer Full Art, 2 V-Max und einer Goldkarte. Und jetzt muss ich rüberschielen, 6 Holo-Karten, 4 V-Karten. Was will man mehr? Ich bin mega happy mit diesem Display und hoffe, dass ich jetzt demnächst hier noch ein bisschen was dazu aufmachen kann. Ich habe noch die ein oder andere Box bekommen vor Ort hier. Und ja, wir schauen mal, was uns das Set so bringt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Freue mich über jeden Daumen nach oben, jeden Kommentar und dieses Abo. Also immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.